Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Heute ein super spannendes Thema. Was genau? Ganz einfach. Wir haben ja im letzten PDD-Video darüber geredet, dass jetzt in den kommenden Tagen eine Gerichtsverhandlung stattfinden wird, die entscheiden wird, ein letztes Mal bis zum 25. Mai 2025 PDD auf Kaution freikommt oder nicht. Viele Anwälte haben beim dritten Versuch jetzt eine größere Chance PDD eingeräumt, dass eventuell die Kaution diesmal durchgeht. Und die Gerichtsverhandlung hat stattgefunden. Es ist ein Urteil gefällt. Welches genau, gucken wir in einem detailreichen Video uns gemeinsam an. Und ich würde sagen, let's go. Es ist offiziell. Sean Diddy Combs wurde erneut die Kaution verweigert, was bedeutet, dass er weiterhin in Haft bleiben muss. Willkommen bei Sidebar, präsentiert von Law & Crime. Ich bin Jesse Weber. Okay, wir haben einige Eilmeldungen für Sie in dieser Notfall-Sidebar. Sean Diddy Combs wird nicht rechtzeitig zu Thanksgiving mit seiner Familie wieder vereint sein. Nein, der umkämpfte Rapper und Musikmogul, der seit seiner Verhaftung im September wegen föderaler Sexualverbrechen im Metropolitan Detention Center sitzt, wird dort nun scheinbar auf unbestimmte Zeit bleiben. Warum? Weil ihm gerade von Richter Arun Subramanian die Kaution verweigert wurde. Dies ist der aktuelle Richter, der diesen Fall überwacht. Dieser Richter hatte diese Frage noch nicht entschieden. Er hielt letzte Woche eine Anhörung ab, bei der beide Seiten Beweise und Argumente vorlegten, warum Sean Combs Kaution gewährt werden sollte oder nicht. Und wir haben gerade diese Entscheidung erhalten, also werde ich jetzt diesen Beschluss von Richter Subramanian durchgehen. Er wurde direkt am Vorabend von Thanksgiving am Ende des Tages am Mittwoch veröffentlicht. Es heißt, das Gericht hat jeden der Faktoren bewertet, die es nach dem einschlägigen Gesetz berücksichtigen muss. 1. Art und Umstände der angeklagten Straftat. 2. Gewicht der Beweise gegen die Person. 3. Geschichte und Merkmale der Person. Und 4. Art und Schwere der Gefahr, die durch die Freilassung der Person entstehen würde. Und es heißt auch, dass das Gericht die von Combs und der Regierung in allen 3 Kautionsanhörungen in diesem Fall eingereichten Informationen überprüft hat. Wie Sie sich erinnern, wurde Sean Combs sowohl von einem Magistratsrichter als auch von einem Bezirksrichter die Kaution verweigert. Richter Subramanian schreibt, dass das Gericht feststellt, die Regierung habe durch klare und überzeugende Beweise gezeigt, dass, das ist der Standard, dass keine Bedingung oder Kombination von Bedingungen die Sicherheit der Gemeinschaft vernünftigerweise gewährleisten wird. Zur Unterstützung dieser Feststellung liefert das Gericht die folgenden Gründe. Zuerst geht Richter Subramanian die Anschuldigungen in der Anklageschrift durch, um zu zeigen, wie ernst dies ist. Und es heißt, die Anklageschrift beschuldigt Combs schwerer und gewalttätiger Verbrechen. Und übrigens, wir erinnern uns, dass er wegen krimineller Machenschaften, Verschwörung, Sexhandel und Förderung der Prostitution angeklagt ist. Subramanian schreibt, es wird behauptet, dass Combs jahrzehntelang Frauen und andere um ihn herum missbraucht, bedroht und gezwungen hat, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verbergen. Dazu nutzte Combs die Mitarbeiter, Ressourcen und den Einfluss des facettenreichen Geschäftsimperiums, das er leitete und kontrollierte, und schuf ein kriminelles Unternehmen, dessen Mitglieder und Mitarbeiter unter anderem Menschenhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz begingen und zu begehen versuchten. Und es geht weiter, um mehr über die Anschuldigungen zu sprechen. Richter Subramanian schreibt, die Regierung hat direkte Beweise für Combs Gewalt vorgelegt. Und was er zitiert, ist das Video von 2016, in dem Sean Combs angeblich seine Ex-Freundin Cassandra Ventura in einem Hotelflur schlägt. Dies wurde vor einigen Monaten von CNN veröffentlicht. Dies war ein großes Beweisstück in diesem Fall. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Und erinnern Sie sich, Cassandra Ventura ist... Ja, aber warte mal. Ich verstehe eine Sache nicht. Casey hat sich doch außergerichtlich mit ihm geeinigt, dass er ihr 30 Millionen überweist, oder vielleicht sogar noch mehr, und dass diese Sache nicht vor Gericht gehen wird. So, warum nutzen die jetzt Beweismaterial von einem Fall, der nie vor Gericht gegangen ist? Das verstehe ich, um ehrlich zu sein, nicht. So, weil es war ja Casey selber, die sich entschieden hat, ne, das Angebot von PDDs Anwälten anzunehmen und das Ding zur Seite zu legen. Jetzt, meiner Meinung nach, um ehrlich zu sein, ne, fair ist fair, finde ich, Caseys Video sollte jetzt dafür benutzt werden, dass jetzt entschieden wird, ob PDD auf Kaution freigehen darf oder nicht. Nein, denn er hat ja dafür 30 Millionen Euro bezahlt. So, und das finde ich ehrlicherweise, um ehrlich zu sein, nicht fair. So, wenn sie abseits dieses Videos trotzdem entscheiden, dass er eine Gefahr für die Außenwelt ist und dass die Chance darin besteht, dass er Zeugen besticht und bedroht, das ist was anderes. Dann gehört er, ne,
dann gehört er ins Gefängnis. Fertig, aus Ende, bis die Gerichtshandlung anfängt. Aber ich finde, das Casey-Video sollte nicht als Beweis oder als Entscheidungsmaterial benutzt werden. Diejenige, die im November 2023 die erste Klage gegen Sean Combs eingereicht hat, sie hat den Stein ins Rollen gebracht mit den anderen Klagen und strafrechtlichen Anklagen. Aber er zitiert nicht nur das Video von 2016, um seine Neigung zur Gewalt zu zeigen, sondern auch Textnachrichten zwischen Combs und Opfer 1. Jetzt glauben wir, dass Opfer 1 Cassandra Ventura ist, aber es gibt Textnachrichten aus den Stunden und Tagen nach dem Vorfall im Intercontinental Hotel 2016. Sagen, ich habe ein blaues Auge und eine dicke Lippe. Du bist krank zu glauben, dass es in Ordnung ist, was du getan hast. Ich habe immer noch verrückte Blutergüsse davon. Richter Subramanian sagt auch, es gibt Beweise, die ein ernsthaftes Risiko der Zeugenbeeinflussung unterstützen. Zum Beispiel initiierte und führte Combs eine unerklärliche Kommunikation mit Zeuge 1, der vorgeladen wurde, um vor der Grand Jury im Juni 2024 auszusagen und tatsächlich am 25. Juli 2024 vor der Jury aussagte. Combs wurde während dieser Zeit von einem Anwalt vertreten und sie haben eine Erklärung für einige dieser Kommunikationen angeboten, aber sie konnten nicht alle erklären. Zum Beispiel versuchte Combs, einen Zeugen auch nach seiner Aussage vor der Grand Jury anzurufen und ihm Nachrichten zu schicken, in der gelöschte Text von Orr Combs mit diesem Zeugen. Das ist schlecht, oder? Die Idee, einen Zeugen zu kontaktieren, vielleicht bevor man wusste, dass er ein Grand Jury-Zeuge war, das könnte ein Problem sein. Ja, das ist meiner Meinung nach wieder absolut nachvollziehbar, ne? Wenn sie wirklich Beweismaterial vorliegen haben, dass Combs wirklich versucht hat, ja, jeglichen einzelnen Zeugen, wo er geglaubt hat, dass er nennenswert sein wird in diesem Gerichtsprozess, zu bestechen, anzurufen, Verhandlungen, sagen wir mal, mit dieser Person zu haben, das ist etwas, das darfst du nicht machen. Fertig, aus Ende. Das ist die Gesetzlage und allein dafür, das ist schon Grund genug, meiner Meinung nach, ihm die Kaution zu verwehren. Fertig, aus Ende. Das ist ja die größte Befürchtung, die man bei PDD hat. Aber wirklich, nach ihrer Aussage vor der Grand Jury, das ist ein Problem. Von dort sagt Richter Subramanian, es gibt Beweise, dass Combs gegen die Vorschriften des Bureau of Prisons während seiner Untersuchungshaft verstoßen hat, um seine Kommunikation mit Dritten zu verschleiern. Wir haben viel darüber gesprochen, wie Sean Combs die PAC-Nummern anderer Insassen benutzte, um Anrufe zu tätigen, einen privaten Nachrichtendienst nutzte, um Menschen zu erreichen und auch an Dreiergesprächen teilnahm. Der Vorwurf war, dass er nicht nur die Regeln brach, sondern dies auch tat, um potenzielle Zeugen im Fall zu erreichen, vielleicht um potenzielle Geschworene durch eine Social-Media-Kampagne zu beeinflussen. Nun, das ist interessant, weil Richter Subramanian schreibt, das Gericht trifft keine Feststellung, dass der Inhalt von Combs Kommunikation durch diese Kanäle unangemessen war. Das ist interessant und das ist etwas, worüber er in der Anhörung gesprochen hat. Ist es wirklich schlimm? Er postet Dinge oder lässt andere für ihn in den sozialen Medien posten. Also sagt er, ich werde mich nicht wirklich auf den Inhalt der Kommunikation konzentrieren. Aber, und das ist etwas, worüber wir in unserem vorherigen Gespräch gesprochen haben, es war nur das Missachten der Regeln, das das Problem war. Er schreibt jedoch seine Bereitschaft, die BOP-Regeln zu umgehen, auf eine Weise, die es schwieriger machen würde, seine Kommunikation zu überwachen, ist ein starkes Indiz dafür, dass das Gericht nicht vernünftigerweise von der Angemessenheit der Bedingungen für eine Freilassung überzeugt sein kann, insbesondere angesichts der Tatsache, dass dies geschah, als Combs auf Kaution wartete und als er wusste, dass die Bedenken der Regierung bezüglich Zeugenbeeinflussung und Behinderung im Vordergrund standen. Ja, wirklich schlimm, dass er das tut, wenn er bereits der Behinderung beschuldigt wird und unter Beobachtung der Regierung steht. Aber, und das ist auch interessant, wissen Sie, ein weiterer Grund, warum das Gericht skeptisch gegenüber der Freilassung von Sean Combs war. Und wissen Sie, Richter Subramanian war zumindest amüsiert. Wie würde eine Kaution aussehen? Wie würde eine vorläufige Freilassung aussehen? Er ging hin und her und wir werden gleich darüber sprechen, wo die Anwälte von Sean Combs gesagt hatten, er habe eine Wohnung in New York. Es wird private Sicherheit geben. Nun, hier ist, was das Gericht sagt. Das Gericht zweifelt an der Angemessenheit jeglicher Bedingungen, die Vertrauen in Combs und Personen in seinem Dienst wie ein privates Sicherheitsteam setzen, um diese Bedingungen einzuhalten. Also, wow. Es scheint wirklich von den Argumenten der Staatsanwaltschaft beeinflusst zu sein, dass sein privates Sicherheitsteam wahrscheinlich anfällig für Manipulationen sein könnte. Nun, dieser Teil ist faszinierend. Es gab ein Hin und Her zu Beginn der Anhörung. Und wir werden gleich darauf eingehen, wo Richter Subramanian die Anwälte von Sean Combs nach einer Diskrepanz fragte. Sie erinnern sich vielleicht, dass es Materialien gab, die aus Sean Combs Gefängniszelle fotografiert wurden. Und die Behauptung der Verteidigung war, dass dies eine Verletzung seines Privilegs war, dass Materialien fotografiert wurden, die dem Anwaltsgeheimnis und dem Arbeitsproduktprivileg unterlagen. Und die Verteidigung hatte gesagt, dass es eine Anzahl von Notizblöcken gab, auf denen oben legal stand. Und es gab eine Diskrepanz, als der Richter es ansprach, ob diese Blöcke tatsächlich legal sagten. Er schreibt, das Gericht stellt ferner fest, dass es eine Notfallanhörung abgehalten hat, um die Nutzung von Notizen auf legalen Blöcken, die aus Combs Bett geborgen wurden, zu erörtern. Bei dieser Anhörung wies der Verteidiger darauf hin,
steht auf all diesen Notizblöcken legal? Ja, ja, sie sind als legal gekennzeichnet. Nach der Anhörung fragte das Gericht, warum Fotografien, die während der Durchsuchung gemacht wurden, keine Etiketten zeigten, obwohl die Verteidigung darstellte, dass die fraglichen Notizen auf eindeutig als legal gekennzeichneten Notizblöcken waren. Bei der Anhörung gab die Verteidigung zu, dass es der Fall sein muss, dass am Tag der Durchsuchung legal nicht auf jedem Notizblock geschrieben war und dass sie sich nicht sicher waren, ob der dem Gericht vorgelegte Block zum Zeitpunkt der Durchsuchung legal darauf hatte. Und Richter Subramanian schreibt, die Umstände dieses Vorfalls und die Falschdarstellung bei der Anhörung, bei der Combs anwesend war, betreffen die Frage, ob das Gericht vernünftigerweise sicher sein kann, dass alle auferlegten Bedingungen eingehalten werden oder ob sie durch Versehen oder aktive Untergrabung gebrochen werden und die Sicherheit der Gemeinschaft gefährdet wird. Es scheint fast so, als würde der Richter sagen, dass die Verteidigung ihnen nicht vertrauen kann. Und schließlich unterscheidet Richter Subramanian den Fall von Sean Combs vom Fall von Mike Jeffries, der ehemalige CEO von Abercrombie. Jetzt wird's aber richtig interessant, das ist ja richtig detailreich. Das ist nicht geil. Crombie & Fitch, der kürzlich in New York wegen Menschenhandels verhaftet wurde. Er steht vor Anklagen vor einem Bundesgericht im östlichen Bezirk von New York, nicht im südlichen, aber das gleiche. Und die Idee war, dass er gegen eine Kaution von 10 Millionen Dollar freigelassen wurde. Sehr ähnliche Anschuldigungen, Menschenhandel. Aber das schreibt der Richter in United States First Jeffries. Während die Regierung Gefahr anführte, war ihre Hauptsorge in Bezug auf den Angeklagten Mike Jeffries Flucht. Er hatte keine kriminelle Vorgeschichte. Das angebliche kriminelle Verhalten, das nicht die Art von Gewalt- oder RICO-Anschuldigungen beinhaltete, die hier gemacht wurden, war vor fast einem Jahrzehnt abgeklungen. Und Jeffries war 80 Jahre alt. So unterscheidet er diesen speziellen Fall von dem Fall Combs. Und letztendlich verweigerte er Sean Combs die Kaution. Und im Moment scheint es... Ja, also eigentlich eine normalere Erklärung wäre halt einfach, dass gefühlt der Richter der Meinung ist, dass es halt einfach keine... Sagen wir mal so, er spricht halt so ein bisschen das Gangstersein zu PDD zu. Ne? Und das zu dem Co-Founder von Abercrombie & Fitch nicht. Er sagt, PDD, ne, du warst schon in illegalen Sachen involviert, bevor wir dich verknastet haben. Ne, du hattest schon die ein oder andere Anzeige. Wir wissen, wie du bist, wir wissen, wie du tickst. Wir wissen, dass du versucht hast, Zeugen zu bestechen, Zeugen zu bedrohen. So, du hast dir das verkackt in der Art und Weise, wie du dich benommen hast. Von dir geht es eine zu große Gefahr aus. Bei dem Fall Abercrombie & Fitch, der Typ, er sagt wiederum, ey, das letzte Mal, dass er straffällig geworden ist oder auffällig geworden ist, ist gefühlt ein Jahrzehnt her, was meiner Meinung nach nicht so wenig ist, um ehrlich zu sein. Er ist 80 Jahre und er ist halt nicht so ein Großverbrecher wie PDD, deswegen können wir ihm ein gewisses größeres Vertrauen schenken, ihn auf Kaution freizulassen, als du. Was prinzipiell heißt, dass die PDD als schuldig sehen. Versteht ihr? Also, wie soll man das erklären? Es ist so, für die ist PDD gefühlt das Schlimmste. Ne? Weil ich habe schon wirklich wilde Fälle gesehen, wo Leute wegen Mord freigekommen sind, also auf Kaution erstmal auf freiem Fuß gewesen sind, versuchten Mord. Also ich habe schon verrückte Sachen gehört. Ich sage euch ehrlich, so wie es ist. Und ich müsste überlegen, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel den Young Thug-Fall sich anschaut, viele Member sind mit einem Plea-Deal rausgekommen, mit 15 Jahren Bewährung und sowas. PDD wird so behandelt wie Y&E Melly. Y&E Melly ist jemand, der für dieser Typ, der diesen Song hatte mit I Got Murder on My Mind. Dem wird ja vorgeworfen, dass er damals seine zwei besten Freunde umgebracht hat. So, der kommt ja auch nicht auf Kaution frei. Keine Chance. So, weil die halt davon überzeugt sind, dass er das wirklich gemacht hat. Dasselbe Prinzip wie bei PDD. Die sind einfach darüber überzeugt, dass er wirklich Menschenhandel, Sextrafficking und Co., ne, wirklich all diese, ja, Anklagen schuldig ist. Und deswegen räumen die dem einfach keine Chance ein. Was crazy ist. Dass die einzige andere Option für Sean Combs darin besteht, dies beim Berufungsgericht des zweiten Bezirks anzufechten. Sie hatten ursprünglich dort Berufung eingelegt, aber sie pausierten, um tatsächlich zu Richter Subramanian zurückzukehren. Aber jetzt ist das für sie gescheitert. Nun, wir haben eine vollständige Aufschlüsselung der Anhörung von letzter Woche gemacht, bei der der Richter Argumente beider Seiten in Betracht zog. Also lassen Sie uns das jetzt für Sie abspielen, Sarah Sauer. Dies könnte sich als eine sehr interessante Woche in der rechtlichen Saga von Sean Diddy Combs erweisen. Warum ist es möglich, dass Sean Combs rechtzeitig zu Thanksgiving aus dem Gefängnis entlassen werden könnte? Es ist eine Möglichkeit. Wissen Sie, ich hätte gesagt, dass das sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich schien.
Aber nach dem, was wir am Freitag während der jüngsten Kautionsanhörung vor Richter Arun Subramanian gesehen haben, dem aktuellen Richter im Strafverfahren gegen Combs, einem Richter, der diese Kautionsfrage übrigens noch nicht gehört hat, scheint es viel wahrscheinlicher. Ich werde es erklären. Außerdem sitzt Combs seit seiner Verhaftung im September im Metropolitan Detention Center, auch bekannt als MDC, in Brooklyn ein. Und natürlich, wie Sie wissen, steht er wegen Erpressung, Menschenhandel, Transport zur Förderung der Prostitution und Prostitution vor Gericht, nämlich dass er von 2008 bis 2024 Gewalt, Drohungen und Nötigung einsetzte, um Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen, einschließlich sexueller Handlungen mit männlichen Sexarbeitern. Das ist das, was als Freak-Offs bekannt ist, dass er ein kriminelles Unternehmen betrieb, das in alle möglichen illegalen Aktivitäten und Gewalttaten wie Entführung und Brandstiftung verwickelt war. Okay, das wussten wir. Und jetzt haben zwei frühere Richter, ein Bezirksrichter und ein Magistratsrichter, beide zuvor Sean Combs die Kaution verweigert und sich auf die Argumente der Staatsanwaltschaft gestützt, dass Combs eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle, angesichts dieser Anschuldigungen, dass er ein Fluchtrisiko darstelle, angesichts seines Reichtums, seiner Macht und seiner Ressourcen, dass er sich möglicherweise der Behinderung der Justiz schuldig gemacht habe, indem er Zeugen und Opfer im Fall unangemessen kontaktiert habe. Und das übrigens trotz der Tatsache, dass die Verteidigung ein sehr umfangreiches Kautionspaket vorgelegt hat. Eine Kaution von 50 Millionen Dollar, Hausarrest, kein Telefon- oder Internetzugang, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, private Sicherheitsüberwachung. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, die Bedenken, die der Richter hat, die kann ich nachvollziehen. Also er sagt ja auch, dass die Schützer oder das Security-Team, was umherum vom PDD ist, das seine Bewegungen und Co. beobachtet. Er sagt wiederum, weil PDD all die Jahre schon bekannt gewesen ist, jemand zu sein, der manipuliert und Einfluss auf Menschen hat, und dadurch, dass er im Gefängnis selber, ne, seine Verteidiger sagen, es gibt keine eindeutigen Beweise, ne, für diese Telefonate, dass er versucht hat, Zeugen zu bestechen. Sie können aber nicht jedes Gespräch erklären, ne? So, das heißt, es scheinen Gespräche gewesen zu sein oder aufgenommen worden zu sein, wo die Verteidiger selber keine Aussage dazu machen möchten. Und die sagen wiederum, was ist, wenn PDD dieser Aufseher, ne, besticht? Die Chance ist sehr groß. Er hat sehr viel Geld und er ist ein guter Redner anscheinend. Und wir wissen von anderen Aussagen von Insassen, dass er schon den Knast gefühlt am Rulen ist, ja, ihm gehört der Knast. Ne? Da waren die von dem Typen die Worte. Auch da finde ich die Bedenken absolut verständlich. Beschränkungen, wer ihn besuchen darf und so weiter. Also ein sehr umfangreiches Kautionspaket, eines, das ich wirklich noch nie gesehen habe. Aber vor dieser wichtigen Anhörung am kommenden Freitag, die erneut vor Richter Arun Subramanian stattfinden wird, der diese spezielle Frage noch nicht entschieden hat, weil er der zuletzt dem Fall zugewiesene Richter war, waren die Staatsanwälte auch mit weiteren überzeugenden Argumenten und zusätzlichen Beweisen bewaffnet. Warum? Weil sie, wie wir zuvor in der Sidebar besprochen haben, in einem ausführlichen Brief an das Gericht behaupteten, dass Sean Combs während seiner Haft im Metropolitan Detention Center MDC mehrfach gegen die Regeln des Gefängnisbüros verstoßen habe. Übrigens könnte das allein schon verwendet werden, um zu zeigen, hey, wenn er die Regeln nicht befolgen kann, während er eingesperrt ist, was lässt sie denken, dass er draußen vertrauenswürdig wäre? Aber das beiseite. Nicht nur das, die Staatsanwälte sagen, er habe sich an unbefugten Kommunikationen beteiligt, wie dreier Telefonaten auf einem überwachten Telefon, die Nutzung der Telefonzugangscodes anderer Insassen, um Anrufe zu tätigen, und die Nutzung eines Drittanbieters für Textnachrichten. Und sie behaupteten, er habe all dies getan, um Dritte anzuweisen, Zeugen zu kontaktieren und sogar zu versuchen, eine potenzielle Jury zu beeinflussen, indem er verschiedene Methoden und Strategien anwandte. Also bei allem Respekt, aber das ist sogar, also das ist echt, also da merkt man halt einfach auch, dass PDD ein Mensch ist, ne? So, also diese Naivität und diese Hoffnungslosigkeit anscheinend, ne? Solche Sachen zu machen im Knast, während sowieso immer alles beobachtet wird und bewacht wird und aufgenommen wird, und zu denken, dass du damit durchkommst, ist verrückt, meiner Meinung nach. Das scheint aber dann auch der Fall zu sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass PDD nie wirklich gerechnet damit hat, dass er auf Kaution freikommt. Gehe ich mal stark davon aus. Und übrigens, die Beeinflussung einer potenziellen Jury, das bezieht sich auf die Behauptung, dass er eine Social-Media-Kampagne rund um seinen Geburtstag orchestriert habe. Vielleicht erinnern Sie sich. Seine Familie veröffentlichte ein Video, in dem sie ihm alles Gute zum Geburtstag wünschten. Während er telefoniert, ist er auf der anderen Leitung beschäftigt, aber man hört ihn. Alle sind glücklich. Alle sind glücklich. Und die Staatsanwälte sagen, das Ziel davon war, potenzielle Geschworene zu beeinflussen. Sie haben Beweise, die besagen, dass dies seine Absicht war, dass er möglicherweise etwas gesagt hat. Wir werden darauf zurückkommen. Nun, es gibt viele Punkte sowohl für die... Okay, das ist ein bisschen hart.
Ich verstehe, was die meinen. Und ich habe auch, als wir auf den Clip reagiert haben, gesagt, ey, du musst schon ein kaltblütiger Typ sein, wenn du das, wenn dich das nicht berührt, dass ihr dein Vater, dass ein Vater, der gerade im Knast sitzt, natürlich halt mit seinen Kindern am Telefonieren ist. Und wäre P. Diddy nicht P. Diddy, ne, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, dass man ihm doch die Freiheit wünscht. Aber ich verstehe, was sie meinen, ne? Es ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch mit dem Gedanken so gemacht, weil sie es ja halt aufgenommen haben und hochgeladen haben. So. Aber ob das jetzt wirklich als ein Grund genannt werden sollte, dass er nicht auf Kaution freikommen soll, boah, ich weiß nicht. Das wirkt schon hart. Das wirkt schon sehr, 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 das wirkt penibel, würde ich sagen. Penibel. Staatsanwaltschaft als auch für die Verteidigung in Bezug auf diese Kautionsfrage. Aber der beste Weg, all dies durchzugehen, ist tatsächlich durchzugehen, was während dieser Anhörung gesagt wurde. Nun etwas, das ich erwähnen muss, wenn wir die Anhörung durchgehen. Es gibt keine Kameras im Gerichtssaal, also konnten wir das nicht selbst sehen. Tatsächlich sind auch nur begrenzte elektronische Geräte erlaubt. Wir stützen uns also auf Berichte von denen im Gerichtssaal darüber, was passiert ist. Nun, das erste Thema, das bei dieser Anhörung am Freitag aufkam, betraf nicht einmal die Kaution, sondern was ein paar Tage zuvor passiert war. Sehen Sie, die Verteidigung hatte die Staatsanwaltschaft beschuldigt, unzulässigerweise Fotos von potenziell durch das Anwaltsgeheimnis und das Arbeitsproduktprivileg geschützten Materialien in Sean Combs Hafteinheit gemacht zu haben. Dies geschah nach einer Durchsuchung nach Schmuggelware im MDC, sollte ich sagen. Die Verteidigung behauptet, dies sei tatsächlich eine gezielte Operation gegen Sean Combs gewesen. Die Staatsanwälte haben dies bestritten. Sie sagten, dass sie nicht einmal an der Durchsuchung teilgenommen haben. Aber es gab diese Durchsuchung. Und ein Ermittler des Gefängnisbüros hat anscheinend Fotos von diesen Notizblöcken und diesen Notizblockseiten aus der Einheit von Sean Combs gemacht. Am Ende sagte Richter Subramanian nach einer Anhörung, dass die Staatsanwaltschaft 19 Kopien von Seiten dieser Fotos vernichten müsse, dass sie keine Beweise verwenden dürften, die aus diesen Fotos gewonnen wurden, in ihrem Kautionsargument. Und eine der Dinge, die sie sagen wollten, war, dass Combs unzulässigerweise einen bestimmten Zeugen kontaktiert habe, was durch eine dieser fotografierten Seiten gezeigt würde. Na, und Richter Subramanian sagte, dass er zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden müsse, ob es tatsächlich eine Verletzung des Privilegs gab. Und wenn es eine Verletzung gab, bin ich mir nicht einmal sicher, was die Abhilfe wäre. Sean Combs Verteidigung hat beantragt, die Anklage fallen zu lassen und das Team der Staatsanwaltschaft aus dem Southern District of New York abzuziehen. Wir werden sehen. Nun, während... Diese Sachen, sobald die Gerichtsverhandlung anfängt, diese Sachen, glaubt mir, die spielen eine große Rolle. Und zwar, wie die Strafanwälte und die Polizei oder die Feds operieren in diesem Fall. Die werden sich alles genau angucken. Die werden Zeugen reinholen. Die werden, egal wie es läuft, ne? Wie gesagt, Young Thug kam auf Bewährung raus. Weil die Vernehmung eines Zeugen, ne? Ein paar Tage davor irgendwie schiefgelaufen ist und das Endprogramm oder das Endergebnis wäre gewesen, dass das Ganze so eine Art Mistrial gewesen ist. Mistrial ist, wenn es einfach eine gescheiterte Gerichtsverhandlung gewesen ist, also ein Gerichtsprozess und alles wieder von vorne anfangen muss. Bricht da, sowie das Ganze, so wie der ganze Saal hatte keinen Bock drauf, deswegen hat man überhaupt Young Thug diese Bewährung angeboten. Das war der einzige Grund. So, das wird auch etwas sein, dass wenn es so aussieht, dass P. Diddy schuldig ist, das wird auch etwas sein, was die Anwälte von P. Diddy versuchen werden. Ne? Jegliche Art von, sagen wir mal, nicht rechtliche Schritte, all das werden sie vor Gericht penibel im Detail aufbringen, um, wenn P. Diddy schuldig gesprochen werden sollte, es dahin zu führen, dass dieser Gerichtsprozess als gescheitert gilt, sodass sie das wieder anfangen müssen. Wir diese rechtlichen Argumente durchgehen, zeigt es, wie wichtig ein großartiger Anwalt ist, richtig? Wie kann ich das sagen, ohne unseren unglaublichen Sponsor Morgan & Morgan zu erwähnen? Dies ist Amerikas größte Anwaltskanzlei für Personenschäden, unser Stolz. Verteidigung hatte argumentiert, dass auf Sean Combs Notizblöcken deutlich das Wort legal handschriftlich oben auf den Ordnern stand. Wissen Sie, um anzuzeigen, dass dies privilegiert ist. Durchsuchen Sie dies nicht, EDC. Dies sind Materialien, auf die Staatsanwälte keinen Zugriff haben können. Nun, Richter sagte, der Notizblock, den die Verteidigung diesem Gericht übergeben hat, ein intakter Notizblock mit legal auf dem Einband geschrieben. Aber wenn man sich die Fotos von zwei der intakten Notizblöcke ansieht, die zum Zeitpunkt der Durchsuchung im MDC aufgenommen wurden, gibt es keine Schrift auf dem Block. Es gibt kein Gesetz. Warum ist das so? Warum existiert kein Gesetz? Er möchte genau wissen, warum das Wort legal erst nachträglich auf diesen Block geschrieben wurde. Das würde wirklich nicht gut für Sean Combs oder seine Anwälte aussehen. Und während der Anhörung sagte einer von Combs Anwälten, Mark Agnifalo,
er sei sich nicht sicher, wann legal auf die Blöcke geschrieben wurde. Und er räumte ein, dass während der Durchsuchung nicht alle Blöcke legal sagten. Richter Subramanian fragte Berichten zufolge, ob der Block, den sie mir übergeben haben, am 1. November legal darauf stand, also als die Durchsuchung stattfand, worauf Agnifalo Berichten zufolge antwortete, ich bin mir nicht sicher. Und das veranlasste den Richter, die Verteidigung zu warnen, dass sie in Zukunft sicherstellen sollen, dass alle ihre Aussagen vor Gericht wahr sind. Kein guter Start, aber so begann es. Und von dort aus kommen wir zur Kautionsanalyse. Und das Hauptanliegen der Staatsanwälte bei der Diskussion über die Kaution ist, dass sie Sean Combs nicht vertrauen, die Bedingungen der Freilassung vor dem Prozess einzuhalten. Und sie heben hervor, wie ich bereits erwähnt habe, die Anschuldigungen, was er im MDC getan hat. Nun, Richter Subramanian beeindruckte die stellvertretende US-Staatsanwältin Christy Slavich. Nun, was sagen Sie? Dass Sie ihm vielleicht nicht vertrauen, aber seinem 24 Stunden, 7 Tage die Woche Privatsicherheitsdienst vertrauen, der ihn im Hausarrest überwachen würde? Ihre Antwort? Dieses Sicherheitsteam behauptet sie, einer von ihnen sei ein Mitverschwörer von Sean Combs, dessen Telefon beschlagnahmt wurde. Der andere ist ein Verteidigungsermittler in diesem Fall und sie behauptete, dass dieser Ermittler Zeugen kontaktiert hat. Mit anderen Worten, dieses 24/7 Privatsicherheitsteam arbeitet für Sean Combs. Nun antwortete Agnifalo später in der Anhörung und deutete an, dass sie vorschlagen, ein unabhängiges Sicherheitsteam einzusetzen. Und er hob auch besonders hervor, dass Sean Combs unter deutlich restriktiveren Bedingungen im Hausarrest leben würde als im MDC, was die Situation für ihn erheblich schwieriger machen würde. Richter Subramanian fragte Staatsanwältin Slavich, Sie nennen sein Vermögen als Problem für die Freilassung vor dem Prozess. Kann er es also wirklich nutzen? Das ist ein wichtiger Punkt, der von beiden Seiten angesprochen wurde. Die Staatsanwältin sagte, ihm solle keine Kaution gewährt werden, weil er das Vermögen, die Macht und die Ressourcen habe, um draußen zu tun, was er wolle und die Regeln zu missachten. Während die Verteidigung sagte, okay, wir müssen ein so teures und umfangreiches Kautionspaket schaffen, um diese wahrgenommenen Gefahren aufgrund seines Vermögens zu mindern. Slavik antwortete Berichten zufolge. Ist er Inhaber von, Mitinhaber von Revolt? Das ist eine sehr, sehr gute App, um ehrlich zu sein. Das ist eine richtig gute App. Dass sie eine fortgesetzte Inhaftierung nicht wegen seines Vermögens, sondern wegen seiner Gefährlichkeit, seines Fluchtrisikos, seiner Behinderung suchen. Also bat Subramanian sie, das Argument der Behinderung näher zu erläutern. Und während sie das hervorhob, was ich zuvor erwähnt hatte, fragte er sie, ob das Führen einer PR-Kampagne aus dem Gefängnis heraus eine Behinderung darstelle, so wie die Geburtstagsnachrichtenkampagne. Nun, laut der Staatsanwältin Slavich sagte Combs angeblich, er wolle die Geschworenen erreichen und äußerte etwas in der Art, vermutlich in einem aufgezeichneten Telefonat im MDC, dass er nur einen brauche. Es wurde berichtet, dass er sinngemäß sagte, ich brauche nur einen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das sieht also so aus, als ob er versucht, die Jury zu beeinflussen. Und sie behauptet, dass dies die Integrität des gesamten Verfahrens erheblich beeinträchtigt und dass dies seine Absicht ist, den Prozess zu behindern. Nun, von dort aus kommt Richter Subramanian zu einem wirklich wichtigen Punkt. Dies ist etwas, das er den Staatsanwälten tatsächlich geraten hatte, sich darauf vorzubereiten, zu besprechen. Die Tatsache, dass der ehemalige CEO von Abercrombie und Fitch, Mike Jeffries, gerade wegen föderaler Anklagen wegen Menschenhandels in New York verhaftet wurde, wenn auch im Eastern District, nicht im Southern District, wo Combs ist, aber auf den ersten Blick sehr ähnliche Anschuldigungen wie bei Sean Combs. Und raten Sie mal, Mike Jeffries wurde gegen eine Kaution von 10 Millionen Dollar freigelassen, also fragt Richter Subramanian im Wesentlichen, warum sollte Combs dann nicht freigelassen werden, worauf Staatsanwältin Slavich auf den Brief verweist, den die Staatsanwaltschaft im Vorfeld dieser Anhörung beim Gericht eingereicht hatte. Und in diesem Brief sagen sie, na gut, okay, ja, Jeffries wird beschuldigt, Dutzende Männer für Reisen bezahlt zu haben, um an kommerziellen sexuellen Handlungen teilzunehmen und ein Sicherheitsunternehmen benutzt zu haben, um Zeugen zu überwachen und einzuschüchtern. Aber dies sind nur oberflächliche Ähnlichkeiten mit Sean Combs, die nicht tiefer gehen. Erstens, im Gegensatz zu Sean Combs wird Mike Jeffries nicht beschuldigt, gewalttätige Handlungen begangen zu haben, die getrennt und unabhängig von den Vorwürfen des Sexhandels waren. Und außerdem hat er keine Schusswaffen benutzt, was ebenfalls erwähnenswert ist. Auch wird Jeffries im Gegensatz zu Sean Combs nicht der Erpressung beschuldigt. Combs, so sagen sie, ist ständig in Behinderung von Abläufen verwickelt. Jeffries Vorwürfe der Behinderung endeten 2015 und außerdem ist Mike Jeffries 80 Jahre alt, Sean Combs ist 55. Zwei verschiedene Gefahren. Nun, interessanterweise sprang Sean Combs andere Anwältin, Alexandra Shapiro, zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Anhörung ein und argumentierte tatsächlich vor Richter Subramanian, dass der Fall Jeffries tatsächlich schlimmer sei als der Fall von Sean Combs. Warum? Weil ihre Staatsanwälte ihnen ein internationales Menschenhandelsgeschäft vorwerfen und zudem behaupten, dass die Opfer vergewaltigt und sodomisiert wurden.
Ja, bei Jeffreys, also wenn man das genau nimmt, das ist ja, was ihm vorgeworfen wird, ist ja wirklich, dass er so eine Art internationales Netzwerk aufgebaut hat, indem er halt, sagen wir mal, junge, attraktive Männer, müsste es wahrscheinlich gewesen sein, soweit ich weiß, teilweise lockte mit Modelangebote, so, dann sie zu sexuellen Handlungen, ja, verführt, gezwungen, je nachdem, wie man es gerne sehen möchte, so, und dementsprechend sie aber auch weiterhin beobachtet und kontrolliert hat. So, jetzt muss man halt aufwiegen, in welchem Grad ist was schwieriger, was, jetzt ganz wichtig, vor Gericht offiziell behandelt wird. Ja, wir kennen die Verschwörungstheorien. Ja, es gibt einige Aussagen, dass PDD, sagen wir mal, Minderjährige misshandelt haben soll. Aber das sind alles Anklagen, die auf Zivilebene stattfinden, die noch nicht mal bis jetzt vor Gericht gekommen sind. Das heißt, das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Anklagen sind Sextrafficking, Menschenhandel, Waffenbesitz. Ich verstehe das, ne, dass man eine Unterscheidung machen möchte zwischen den beiden. Finde ich auch okay. Aber dann sage ich, okay, der eine bietet 10, der andere bietet 50 Millionen. Der andere kann sich gerade, glaube ich, frei bewegen, während der andere sagt, ich bleibe in einer Wohnung, die komplett überwacht ist. Also, guck mal, für mich, beide gehören in den Knast, bis deren Gerichtsprozess anfängt. Fertig, aus Ende. Gibt gar keine Diskussion. Aber diese Unterscheidung, die zwischen den beiden gemacht wird, ich weiß nicht, ob ich das so 100% konform damit bin. Weil es wird ja schon per Kautionsantrag einen Unterschied gemacht, wenn es um die Summe und Co. geht. Und sie sagte auch, Combs, rate mal, er ist auch nicht mehr so jung wie früher. Nun weiter zu diesem Punkt. Ich fand, das war ein interessantes Hin und Her. Es gab einen weiteren Punkt in der Anhörung, den ich hervorheben möchte. Und dieser drehte sich erneut um das berüchtigte Video von 2016, das Anfang dieses Jahres von CNN veröffentlicht wurde und angeblich zeigt, wie Combs seine Ex-Freundin Cassandra Ventura in einem Hotelkorridor schlägt, während er nur ein Handtuch trägt. Und die Staatsanwälte haben angedeutet, dass Sean Combs sie angegriffen hat, als sie vor einem Freak-Off floh, ein klares Beispiel für Menschenhandel. Um zu beweisen, dass er eine Gefahr darstellt, ist Gefährlichkeit ein Schlüsselfaktor in der Kautionsanalyse. Nun, Richter Subramanian tat etwas Interessantes. Er drängte die Staatsanwaltschaft zu etwas, das die Verteidigung angesprochen hatte, dass dieses Video möglicherweise nicht genau das ist, was es scheint, weil CNN es möglicherweise zusammengeschnitten oder bearbeitet hat. Slavik antwortete, es sei etwas verwirrend, dass der Angeklagte dies angesprochen habe, weil es wirklich keinen Streit darüber gebe, was während dieses Vorfalls tatsächlich passiert sei. Tatsächlich gab der Angeklagte dies zu und entschuldigte sich dafür in einem öffentlichen Instagram-Post. Das stimmt. Combs entschuldigte sich 2 Tage nach Veröffentlichung des Videos und sie sagte weiter, ob das Video von CNN verlangsamt, zusammengeschnitten oder bearbeitet wurde. Es gibt keinen Streit darüber, was es zeigt. Es zeigt, wie der Angeklagte ein weibliches Opfer schubst, tritt und zieht. Das ist tatsächlich wahr. Als Subramanian Mark Agnifilo befragte, fragte er ihn nach diesen Textnachrichten zwischen Combs und Opfer 1 in dem Fall, von dem wir glauben, dass es sich um Cassandra Ventura handelt. Und während die Staatsanwaltschaft die Nachrichten hervorgehoben hat, um zu zeigen, dass sie ein Opfer von körperlichem Missbrauch und nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen war, schlug Agnifilo vor, dass sie mehr Informationen hätten, die mehr Kontext zur Beziehung liefern. Und zu diesem Video von 2016 sagte er, es sei wirklich rein konsistent mit unserer Ansicht, dass dies eine einvernehmliche, langfristige, liebevolle, aber schwierige Beziehung war, die eine Trennung hatte und die Trennung war nicht wegen erzwungenem Sex oder für Sex. Er deutete sogar an, dass es bedauerliches körperliches Verhalten auf beiden Seiten in dieser Beziehung gab. Nun, als es um die Vorwürfe ging, ob Sean Combs unangemessen Menschen kontaktiert oder versucht hat zu kontaktieren, unterschied Frau Shapiro andere Fälle, wie zum Beispiel, wo ein Angeklagter jemandem telefonisch gesagt hat, er solle lügen. Sie sagte, das passiert hier nicht. Außerdem, wenn es um das Posten in sozialen Medien geht, sagt sie, Sean Combs, ihr Mandant, hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn es eine Flut negativer Medienberichterstattung gibt und er sich verteidigen muss. Richter Subramanian fragte, warum er das nicht einfach durch seine Anwälte tun kann. Mit anderen Worten, warum muss er durch diese anderen Dritten gehen, um das zu tun? Nun, Shapiro antwortete angeblich, wir sind bereit, das zu tun, aber wir sind Anwälte. Das ist nicht wirklich das, was wir tun. Subramanian drängte sie auch zu den Kommunikationen bezüglich der Opfer oder Zeugen und sie bestritt, dass dies ein Beweis für Behinderung sei. Und sie versicherte dem Richter mit Nachdruck, dass Sean Combs auf seine Anwälte hören werde. Wenn sie ihm sagen, etwas nicht zu tun, dann wird er es definitiv nicht tun. Das Problem, wie von Staatsanwältin Slavic erneut betont ist, dass sie sagt, er habe einen Zeugen kontaktiert, einen angeblichen Teilnehmer an mehreren Freak-Offs.
und er habe angeblich seine Anwälte ignoriert, als sie ihm sagten, er solle die Social-Media-Kampagne um seinen Geburtstag nicht machen, aber er wollte es trotzdem tun. Mhm. Und auch wenn es, wie die Verteidigung vorschlägt, üblich ist, dass Insassen ihre Codes teilen, um Telefonanrufe zu tätigen, verbietet das Handbuch des Bureau of Prisons dies. Die Hauptidee ist, dass er die Regeln drinnen nicht befolgt. Man kann nicht erwarten, dass er die Regeln draußen befolgt. Nun, dies führt uns zu dem wohl interessantesten und entscheidendsten Moment in dieser gesamten Anhörung. Dies ist der Moment, als der Richter die entscheidende Frage stellte, wo genau der Hausarrest stattfinden würde. Nun, Mark Agnifilo gab an, dass es in Miami sein würde, dass es einen Dock, aber kein Boot geben würde. Und der Richter hörte das und sagte, das wird nicht funktionieren. An welchem Ort in New York könnte er übernachten? Also antwortete Agnifilo, dass es eine Wohnung in der Upper East Side gibt. 3 Schlafzimmer. Es würden 2 Sicherheitsleute in der Wohnung sein, einer unten, kein Zugang zu Telefon oder Internet außer Anrufen mit seinen Anwälten. Und Combs würde jeden Kontakt mit Personen vermeiden, die in diesem Fall als Zeugen auftreten könnten. Und ich muss Ihnen sagen, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass Richter Subramanian die Idee einer Freilassung vor dem Prozess und Hausarrest in Erwägung zieht. Ich werde jedoch sagen, dass Richter Subramanian auch von den Pretrial Services gehört hat. Dies ist das Büro, das sicherstellt, dass Bundesstrafverteidigte vor Gericht erscheinen und ihre Aktivitäten überwacht, damit sie keine Gefahr darstellen. Und der Vertreter von Pretrial Service stimmte der Staatsanwaltschaft zu und sagte Berichten zufolge, dass wir die Kautionsbedingungen für unzureichend halten. Dieser Vertreter schien jedoch anzuerkennen, dass es keine bekannten Fälle gibt, von denen sie wissen, in denen private Wachen tatsächlich eingesetzt würden. Das ist einzigartig. Also, was hat der Richter entschieden? Nun, er sagte, dass er diese Woche prompt eine Entscheidung über die Kaution treffen werde. Wir können also bald mit einer klaren Aussage rechnen. Und er schlug vor, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung bis Montag, heute Mittag, Briefe an das Gericht einreichen. Und eine der Fragen ist, was Sean Combs jetzt sagen oder nicht sagen kann. Und diese Briefe sind gerade eben eingegangen. Die Verteidigung verwies auf den jüngsten Fall der Vereinigten Staaten gegen Donald Trump, wenn es darum geht, was Combs über seinen eigenen Fall sagen kann. Denn Mr. Combs ist, Zitat, ein Angeklagter in einem Strafverfahren und gilt als unschuldig. Er hat ein, Zitat, größeres verfassungsmäßiges Recht als andere Prozessbeteiligte, einschließlich der Anwälte, die Strafverfolgung und den Strafprozess zu kritisieren und sich dagegen auszusprechen, die darauf abzielen, ihm die Freiheit zu nehmen. Dementsprechend sollte das Gericht Trumps erhöhten Standard anwenden, wenn es Mr. Combs' Rede berücksichtigt. Die Verteidigung argumentierte auch erneut, dass das, was Combs zu sagen hatte, durch das First Amendment Free Speech geschützt sei. Alexandra Shapiro zitierte in ihrem Brief mehrere Gerichtsverfahren. Die zitierten Beispiele betreffen nicht einmal annähernd die Arten von möglichen vorurteilsbehafteten Äußerungen, die Gerichte zuvor in Betracht gezogen haben. Dies ist keine Rede über Zeugenaussagen oder Kooperation, die die Verfügbarkeit, den Inhalt und die Integrität von Zeugenaussagen gefährdet. Die Rede richtet sich auch nicht an bekannte oder vernünftigerweise vorhersehbare Zeugen in Bezug auf ihre potenzielle Teilnahme am Strafverfahren. Mr. Combs hat keine öffentlichen Erklärungen abgegeben, um Zeugenaussagen für die Staatsanwaltschaft zu diskreditieren oder Beweise den Medien zugänglich zu machen. Die Rede betrifft keinen Versuch, gerichtlich angeordnete Beweiserhebungen zu veröffentlichen. Und dies ist kein Fall, in dem der Ausdruck der Partei selbst obstruktiv war. Die Regierung argumentiert im Wesentlichen für einen Standard, bei dem die gesamte Pressegemeinschaft und zivile Kläger und die Regierung selbst Krieg gegen Mr. Combs Ruf führen können, aber Mr. Combs nicht einmal versuchen kann, die öffentliche Meinung selbst zu beeinflussen. Das ist einfach nicht das Gesetz. Offensichtlich bezieht sie sich auf die vielen Klagen, denen er gegenübersteht. Die Verteidigung sagt, dass keines der Beispiele der Staatsanwaltschaft stichhaltig ist und nicht als Gründe verwendet werden sollten, um Sean Combs hinter Gittern zu halten. Was sagte die Staatsanwaltschaft bei der Kautionsanhörung am Freitag? Nun, sie kam gleich auf den Punkt auf Seite 1 ihres Briefes. Die Geschichte des Angeklagten von obstruktivem Verhalten ist Teil seines jahrzehntelangen Gewaltmusters, das zusammen mit seinem obstruktiven Verhalten berücksichtigt werden muss, um seine Gefährlichkeit gemäß dem Bail Reform Act vollständig zu bewerten. Eine ganzheitliche Sicht auf sein obstruktives und gewalttätiges Verhalten, das derzeit noch stattfindet, macht deutlich, dass es keine Möglichkeit gibt, die anwendbare Vermutung der Inhaftierung in diesem Fall zu widerlegen. Das vom Angeklagten vorgelegte Kautionspaket gewährleistet weder die Sicherheit der Gemeinschaft, noch schützt es ausreichend vor Fluchtgefahr, einschließlich der laufenden Bemühungen des Angeklagten, diesen Fall zu behindern. Aus all diesen genannten Gründen muss der erneute Kautionsantrag des Angeklagten leider abgelehnt werden. Die Tatsache, dass Richter Subramanian Combs Antrag auf Kaution nicht sofort abgelehnt hat, wie es die anderen beiden Richter getan haben und Hausarrest in Erwägung gezogen hat, könnte bedeuten, dass er Kaution gewähren könnte. Es ist möglich, dass Sean Combs Kaution erhält. Um ganz klar zu sein, sollte er gegen irgendwelche Bedingungen verstoßen, wenn er tatsächlich freigelassen wird, dann wird er sofort zurück ins... Okay, wartet mal. Der Antrag wurde abgelehnt.
Ne, Antrag wurde abgelehnt. Das heißt, keine Kaution. Weil es ist ein bisschen verwirrend am Ende, wie das geklungen hat. Aber der Antrag wurde abgelehnt. Das ist jetzt der vierte Versuch gewesen oder der dritte Versuch von PDD, freizukommen auf Kaution. Das Ding ist aber, er darf noch einmal darf er das. Okay? Also es wird die Wahrscheinlichkeit kommen, dass in 1-2 Monaten noch ein weiterer Kautionsantrag gegeben wird. Und sagen wir einfach so, durch die Vertagung, ne, die, sagen wir mal, stattgefunden hat, weil es sollte ja schon vor zwei Wochen die Entscheidung stattfinden, ob er auf Kaution freikommt oder nicht. Dann hat der Richter das vertagt und ja beide Teams sozusagen befohlen, die Strafanwälte und das Verteidigungsteam von PDD Erklärung abzugeben, warum er im Knast verbleiben soll oder auf Kaution freikommen soll. Und dann hat ja heute die Gerichtsverhandlung stattgefunden. Antrag abgelehnt. So, fertig. Kommt nicht raus. Darf aber noch ein weiteres Mal abgeben. So, das ist der neue Stand dazu. Meine Damen und Herren, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Peace.